Welcome! Details der Katawankan. Die Startbewegung ist besonders wichtig, denn die Körperdynamik spielt eine große Rolle. Und zwar die Abwehrbewegung von Kakewakyuki sind ja nicht die Arme, sondern die Hüfte. Die Startbewegung ist immer gleichzeitig Fuß und Arm. Als erstes über Nekoashi, linker Arm vorne. Und jetzt, wenn der Fuß nach vorne geht, bewegt sich nur die rechte Hüfte und der Arm öffnet sich. Also vermeidet bitte diese Bewegung, dass die Arme sich bewegen. Als nächstes übersetzen Blick und Fuß. Überkreuzen und dasselbe wieder. Hüfte bewegt sich. Ich zeige euch einmal langsam in einer Zeit. Zeige ich nochmal die Feinheit in dem Kakewakyuki, deswegen zeige ich es von der Seite. Also nach dem Nekoashi, der rechte Ellbogen bleibt unbeweglich, das heißt, der bleibt eine Faust vor der Rippe oder vor der Hüfte und es bewegt sich, wenn der Unterarm sich nach außen dreht, muss ich die Achselhöhle anspannen, also Latissimus. So, von hier bewegt sich jetzt nur die Hüfte, der Ellbogen bleibt. Und hier diese Spannung ist wichtig, denn diese Spannung auf der rechten Seite oder die Achselhöhle garantiert mir, dass der Arm stabil ist und dass ich den Gegner abwehren kann. Also nochmal von der Seite. Das heißt, der Arm darf sich nicht zurückbewegen, sondern nur zur Seite. Danke. Okay. Nächsten Punkt. Kommt das Timing zum Vorschein, ist ganz, ganz entscheidend. Also nach dem Kakewakyuki, das Knie hochziehen, Hasamyuki, also vorm Gesicht, ja, das ist ein Block. Jetzt kommt Fuß am Boden. Eins, zwei, und während des dritten Schrittes ausholen, den Arm schon nach vorne in dem Augenblick, wo der Fuß vorne am Boden ist, nehme ich die Technik vom Gegner an. Und jetzt wird die Technik zu Ende geführt. Mit Hikiti. Und dann der Renzuki kommt aus der Hüfte. Zeige es in einer Zeit. Von hier. Bei der nächsten Bewegung, ich zeige als erstes, um was es geht. Ja. Seitlich kommt ein Maigiri, über Kreuz blocken, Tateshito, Kyaku und Renzuki. Entscheidend dabei ist, dass ihr als erstes den Fuß vom Gegner annehmt. Die Technik heißt Koko. Koko ist das Tigermaul, hier. Ja. Hisa ist gegen das Knie. Kusushi heißt Gleichgewicht brechen. Wenn der Fuß gefasst wird, muss gleichzeitig der linke Fuß in Nekoashi Dachi. Jetzt muss ich mit dem vorderen Fuß entgegendrücken und die rechte Hüfte nach vorne. Somit habe ich die Möglichkeit, den Gegner zu drehen über Kreuz. Das geschieht
durch den Druck vom vorderen Fuß, vom Fußballen ins Zentrum und die rechte Hüfte schneidet in die andere Richtung entgegen. Und von vorne schaut es so aus, dass die Technik über Kreuz steht. Also der Fuß wird nach außen gedreht. Hier habe ich die Ferse in der Hand und hier schlage ich gegen das Knie. Nach der Abwehr kommt Kyaku Tate Shuto. Eine Bewegung, wenn der vordere Fuß absetzt, Kyaku Tate, fertig die Technik. Die nächste Technik ist genauso wichtig. Dasselbe, aber gleichzeitig den hinteren Fuß rüberdrehen, vorbereiten. Maigiri kommt und dasselbe wieder, Kyaku Tate Shuto. Und Renzuki. In der nächsten Bewegung geht es um den Kenzuyuchi im Kibadachi und den Maigiri Chudan und Junzuki Chudan. Ich zeige es von der Seite, dann seht ihr besser die Hüftbewegung und die Fußbewegung. Wenn ihr startet zum Kenzuyuchi, in der Kata geht es nach vorne. Jetzt zeige ich es zur Seite. Gleichzeitig Fuß rüber wie außen in die Position und jetzt den Körper verschieben in die Mitte. Und die Körperdynamik ist die Fibrationsbewegung. Gleichzeitig jetzt starten für Maigiri. Also das muss eine Zeit sein. Das Gewicht verlagern. Maigiri und Chudatsuki. Und das Ganze dreimal. Zeige ich nochmal langsam in einer Zeit. Kata ist in Sojin-Dachi oder Fudu-Dachi Yamatsuki. Ich zeige es einmal in die Originalrichtung und einmal von der Seite. Die letzte Technik war Oizuki Chudan. Wichtig dabei, den hinteren Fuß umsetzen. Auf dem kürzesten Weg die Hände in die Hüfte. Der vordere Fuß bleibt noch auf dem Fußballen. Anschließend das linke Knie bleibt stehen und die Energie wird nach vorne geleitet durch die Muskelspannung im Zentrum. Hier ist auch der Kiai in der Kata. Das hintere Knie bewegt sich nicht. Ich zeige es nochmal von der Seite. Letzte Bewegung. Nummer 1. Auf dem kürzesten Weg den linken Arm an die Hüfte und Blick. Vordere Fuß steht mir auf dem Fußball. Und jetzt kommt die Energie vom hinteren Fuß über die Hüfte nach vorne. Ja! Bunkai, erster Teil, Wankan. Es geht um die Startbewegung. Die Startbewegung ist Kakewakyuki und Kakewakyuki. Anwendungsbeispiel. Angreifer Oizuki Chodan übernehmen seitlich. Block, Gegner weicht zurück und greift sofort wieder an. Übernehmen Kisamizuki Kyabazuki. In einer Zeit langsam bitte nochmal. Nummer 2 in der Bunkai ist Hasamyuki, den Gegner wegschieben, Renzuki. Bewegung ist Oizuki Chodan, wichtig dabei Hasamyuki. Normalerweise ist der Kata Ellbogen zusammen oder Hände zusammen. Jetzt muss ich die Hände verschieben, damit ich nicht getroffen werde und leicht aus dem Zentrum rausschieben. In der nächsten Sequenz Koko Hisa Kusushi, also Koko Tigermaul, Kusushi Knie, Gleichgewicht brechen. Tate Shuto Renzuki. Ich zeige zwei Möglichkeiten. Wie aus der Kata der Gegner greift von der Seite an mit Maigiri. Ich muss rechtzeitig den Maigiri abfangen.
Anschließend gehe ich einen Schritt nach vorne zum Hals und schlage währenddessen, dass er fällt, die zwei Zuckis. Mache ich jetzt nicht, aber könnt ihr vorstellen, dass es sehr unangenehm ist. Die zweite Möglichkeit ist nur die erste Bewegung, aber nicht aufs Knie, sondern zum Hals. Da brauche ich dann keinen Rennzuki, weil der Gegner direkt nach hinten fällt. Also ich leite den Fuß, zeige mal langsam, an mir vorbei. Gehe direkt den Schritt nach vorne zum Hals. Jetzt fällt er nach hinten. Ich kann natürlich im Liegen oder im Fallen noch schlagen. Muss nicht sein, nur wenn er am Boden liegt. Das ist Kenzuchi und Maigen Chuzuki. Zeigt zwei Variationen. Einmal weggehen vom Gegner und einmal in den Gegner rein. Kata zeigt uns reingehen. Erste Bewegung ist Oizuki Chudan. Ich nehme den Kenzuchi als Block, schiebe sofort weg, mache Maigen Chuzuki. In der nächsten Bewegung gehe ich in den Gegner rein. Kenzuchi ist ja die Ausholbewegung, mit der linken Hand hier blocken und die rechte Hand schlägt. Also ich konzentriere mich auf die linke Hand, ich gehe rein in den Gegner, schlage die Hand weg zum Kopf und dann schiebe ich weg und weiche den Schulter. Zeig mal langsam, also die Ausholbewegung hier. Rein, jetzt kann er schon eigentlich nichts mehr machen, ich schiebe ihn trotzdem weg, weiche den Schulter zu. Die letzte Bewegung ist aus der Linksvorwärts Senkutsudachi Yamatsuki in Sojindachi. Angriff ist Oizuki Chodan und Yamatsuki ist ja Uketsuki, linker Arm und Urazuki. Muss den Gegner anschauen. Entweder Gedan oder Chudan. Zeig es von der anderen Seite nochmal. Der linke Ellbogen schiebt den Arm weg, rechts Rippe, Unterleib oder Knie. Die linke Hand entweder ans Kinn oder unter die Nase, hier ist der dünnste Knochen am Kopf.